Schwedenpanzer Rang 1. Uff. 24 mm, also. Hier könntest du ein paar Bouncer kassieren. Auf. Das 1-0 ist in Ordnung, aber es ist nichts. Ist in Ordnung, 35 mm, 30 Grad, 500 reicht für Reserve, Entschuldigung. Hier hat ein Filler dafür weniger Pen. Ein Hauptproblem ist, wie ich ein paar Mal gesagt habe, Jungs werden beiden Alliierten mitfahren. Sehen aber doch alle relativ, also im Low-Tier-Bereich. Ähnlich wie. Also auf den ersten Blick deutsch. Der Turm mit dem Dings oben drauf. Das eckige. Das Fahrwerk sieht ein bisschen aus wie 38, Panzer 38. Gut, von vorne erkennst du, okay, es lobt. Von mir aus. Aber auf Distanz. Ja, irgendwie. Jetzt 1-0. 13 mm Slope. Ja, die werden nichts aushalten. Das ist halt das nächste Problem. Sind vollgepackt. Position. 30 mm. Okay, die macht genauso. Oh. Zu ähnlich, ja. Okay, den kann man wahrscheinlich nicht verwechseln, außer dass. Wir waren anscheinend nicht die Einzigen, die auf die Idee gekommen sind. Ich bin froh, dass ich die Japaner und Franzosen durchgeführt habe, bevor War Change kam. Davor waren die da auch geil. Jetzt haben die nichts mehr. Weder Panzerung noch die irgendwie. Daher kann ich die ganz verstehen. Aber das ist jedes Mal dasselbe Chassis, oder? Auch nicht. Gleich mit einer schönen Tarnung. Kommen sogar direkt mit Spezialtarnung raus. Geht dann sozusagen noch die Wüsten und normale. Nett. Er hat für 1,57 mm. Das ist halt Hackschiff. Auf 50 mm können dann doch den Panzer auf Distanz halten. Modifikation. So viel zum Thema, da könnte was. Fünf Manko. Ist das nun Recoilless? Ist es ein moderneres Ding, das einfach nur als. Hä? So gab es die Recoilless ganz auch schon im Zweiten Weg.
Ernsthaft zu gucken. The Big Haha. What? Bin ich jetzt zu dumm zum Treffen oder was ist da los? Okay, du machst wie Sturmhaubitze Schaden. What is the idea behind the site? Eating up to fly helicopters or what? Komm schon. Also es ist definitiv wie Dings, aber dieses Recoil hier hinten. Wir sehen auch. Also das ist sozusagen Sturmpanzer 2. No problem, no problem. If you have questions, of course you can ask and I will answer in my bad English, but yes, the main language is German here. Das ist im Prinzip wieder der gleiche. MG. Hab bloß 3 Mann Besatzung. Halt. Abpraller wird er kriegen, also da muss schon auf den Turm und da kommt ich. Sieben Komma sechs Sekunden. Millimeter Abkommen. Der kommt überall durch. Nochmal einen von der Sorte. Wie gesagt, meistens gucke ich ja nach dem Turm, weil das ist das, was da am ehesten. Haben die Leute meistens noch einen Busch vorne drin? Dann ist es für mich ein deutscher Panzer. Auf Distanz. Das war Rang 1.